Hallihallo Leute, hier ist Alex und heute gibt es ein paar Tipps, wie ihr länger im Handstand stehen könnt. Findet am Anfang erstmal heraus, was das Problem ist. Ist es ein technisches Problem oder eher ein Kraftproblem? Am besten geht ihr dazu so vor, dass ihr euch einmal frei in den Handstand stellt, dann macht ihr ausreichend Pause und stellt euch danach nochmal an die Wand in den Handstand. Versucht beide Handstände möglichst lange zu halten und vergleicht dann die beiden Haltezeiten miteinander. Wenn ihr im freien Handstand relativ kurz steht und dafür aber an der Wand relativ lange halten könnt, dann ist das Problem wahrscheinlich eher informationell determiniert, also eher ein technisches Problem. Wenn es andersrum ist, dass ihr also relativ lange im freien Handstand stehen könnt und nur geringfügig länger an der Wand halten könnt, ist es wahrscheinlich eher energetisch determiniert, also ein Kraftproblem. Wenn es ein Technikproblem ist, dann solltet ihr relativ oft trainieren in der Woche, ruhig auch jeden Tag. Dafür im Training dann relativ lange Pausen machen zwischen den einzelnen Versuchen, zwischen den einzelnen Sätzen und möglichst frisch, das heißt also am Anfang des Trainings, das Handstandtraining durchführen. Ihr müsstet dann wirklich darauf achten, dass ihr die Technik ordentlich lernt. Wenn ihr nicht wisst, was ihr beachten müsst, dann klickt mal hier oben in die Ecke. Wir haben ein ultimatives Handstand-Tutorial gemacht, in dem könnt ihr sehen, was alles zu beachten ist und wie ihr methodisch vorgehen könnt, um den Handstand zu erlernen. Wenn das Problem eher energetisch determiniert ist, also wenn ihr von der Kraft her nicht lang genug halten könnt, dann solltet ihr eher so trainieren, dass ihr relativ kurze Pausen zwischen den Sätzen macht, euch auch ruhig mal verausgabt im Training und zwischen den Trainings aber ruhig 1 bis 2 Tage Pause macht. Wenn ihr den Handstand trainiert, ist es generell immer wichtig, dass ihr auf eine saubere Ausführung achtet. Hier seht ihr jetzt mal kurz, was zu beachten ist. Einerseits müsst ihr euch aus der Schulter richtig nach oben rausdrücken. Andererseits müsst ihr euer Becken immer nach hinten kippen, so dass euer Rücken gerade ist und ihr nicht in ein Hohlkreuz kommt. Versucht das bei jedem Training zu beachten. Ihr werdet vielleicht etwas kürzer halten, dafür ist es technisch sauberer und ihr lernt gleich den Handstand sauberer zu stehen. Uns fragen immer wieder viele Leute, welche methodischen Raffinessen sie aus dem Ärmel zaubern können oder ob sie irgendwelche speziellen Ergänzungsübungen einbauen können. Mein Tipp ist, bleibt am Anfang gerade erstmal bei den Basics. Ja, macht ein ganz normales Satztraining und vor allem steht im Handstand. Ja, ihr werdet den Handstand am besten verbessern, wenn ihr einfach Handstand macht. Wenn ihr ein gewisses Niveau erreicht habt und ein gewisses Level habt, dann könnt ihr mal drüber nachdenken, methodisch vielleicht ein bisschen herum zu experimentieren oder mal ein paar Ergänzungsübungen mit einzubauen. Aber gerade, wie gesagt, am Anfang macht einfach nur Handstand. Okay? Wichtig ist vor allem auch, zieht das mal eine ganze Zeit lang durch, also nicht bloß 1-2 Wochen, sondern ruhig mal 6-8 Wochen den Trainingsplan durchziehen. Ihr werdet sehen, dass ihr in der Zeit immer weiterkommt, immer besser werdet. Und was natürlich wichtig ist, trainiert regelmäßig. Ja? Also nicht nur einmal die Woche, sondern ruhig so, dass ihr alle 2 Tage, wenn ihr krassen Muskelkater habt, auch ruhig mal 2 Tage Pause lassen. Oder wenn ihr einfach nur ein informationell determiniertes Training macht, könnt ihr durchaus auch jeden Tag trainieren. Dann müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr euch nicht fertig macht, also keinen Muskelkater bekommt, sondern dass ihr einfach nur auf die richtige Ausführung, die Technik achtet. Ich hoffe, dass ihr durch dieses Video jetzt ein paar Ideen bekommen habt, wie ihr euch im Handstand verbessern könnt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt einfach in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder so oder euren Fortschritt mitteilen wollt, worüber ich mich immer freue, dann könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare posten. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann abonniert mich gerne und mal sehen, was wir das nächste Mal besprechen. Vielleicht gibt es auch wieder eine kleine Challenge, mal schauen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Trainieren, viel Erfolg beim Besserwerden und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüssi, Alex.